Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII. Und ja, im letzten Part sind wir im Cosmo Canyon ein bisschen aufgeklärt worden über die Geschichte über die ganze Welt und den Kreislauf der Welt, haben ein bisschen was über die Vorgeschichte zu Red 13 gehabt. Und sein Opa, der gute Buggenhagen, der möchte ihm jetzt was zeigen. Zuletzt waren wir am Lagerfeuer, dann bin ich hier hoch zum Speicherpunkt gekommen. Und habe ein bisschen die Substanzen schon ein bisschen sortiert. Also ihr könnt sehen hier HP Plus, Fernwirkung, alle und Feindes können. Dann hier auch alle HP Plus. Und hier Feindes können stehlen und sonst HP Plus. Yo. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal gucken, was der gute Buggenhagen für uns hat. Was der für uns vorbereitet hatte. Deswegen folgen wir ihm jetzt einfach mal und gucken, was der so zu Nanaki bzw. Red 13 zu sagen hat. Ja? Keine Ahnung. Sollen wir gehen? Jetzt kommt sein Hightech-Computerchen. Unglaublich. Also, herein. So. Hey, kommst du mit, Opa? Oder kommst du nicht mit, Opa? Was, bist du verrückt? Da drin ist es gefährlich, das habe ich dir schon mal gesagt. Du willst, dass ich alter Mann als erstes gehen soll? Ich bin gleich hinter dir. Also begleitet Buggenhagen uns, er wird immer hinter uns sein, er wird uns immer Rückendeckung geben, sozusagen. Und ich habe jetzt schon mal versucht aufzunehmen. Dann gab es technische Probleme. Deswegen, ja. In letzter Zeit gibt es oft technische Probleme, ich weiß. Ich kann es nicht ändern, Leute. Ich kann es nicht ändern. So, dann gehen wir hier die sehr seltsam gestaltete Höhle runter, da wo alles grün ist und keine Ahnung, sieht aus, als würden wir in den Lebensstrom selber hineinklettern. Und kommen dann unten an einer Höhle an. Ich muss auch dazu sagen, die HP Plus Materia, ganz kurz nochmal zur HP Plus Materia, die macht auf Level 1 alle eure HP plus 10%. Und je höher sie levelt, desto mehr Prozent. Bei Level 2 sind es 20%, bei Level 3 sind es 30%, auf bis zu 50%. Und ja, ist echt nützlich, deswegen nützlicher als Zaubersubstanzen, zumal Zaubersubstanzen auch euren Magiewert steigern, aber euren Attack- und HP-Wert senken. Und da wir an die Zauber eh nicht gebunden sind durch Feindeskönnen, da sind viele Elemente vertreten, da sind auch viele Heilungszauber vertreten und außerdem sind wir sehr hoch gelevelt. Deswegen, ja, bringt uns nicht sonderlich viel. Deswegen ziehe ich jetzt solche Sachen vor. Was ich natürlich immer vorziehe, sind Sachen wie Feindeskönnen und Stehlen, da das Sachen sind, die man immer gebrauchen kann. Und ihr seht schon, durch unser unglaublich hohes Level verlieren wir kaum HP und teilen ca. 1000 Schaden aus, ausgenommen mit wahrscheinlich Red 13, da er erst Level 50 ist. Wenn ihr euch fragt, warum Red 13 Level 50 ist. Die Sache ist folgendes. Charaktere, die sich nicht in eurer Gruppe befinden, leveln mit 50%iger Geschwindigkeit mit. Das heißt, all eure Erfahrungspunkte, die ihr kriegt, die Hälfte davon geht nochmal an eure Offline-Party-Member, nenne ich sie jetzt einfach mal, an alle, die ihr nicht im Team vertreten habt. Wir werden hier auch einfach draufkloppen und ein bisschen Gas geben in dem Kampf. So, dann ist der Kampf auch vorbei. Und hier kommen Kämpfe über Kämpfe. Es kann gut möglich sein, dass ich zwischendurch, wenn es zu viele Kämpfe werden, einfach Kämpfe rausschneide, so wie oftmals gewohnt. Jetzt müssen wir in die Höhle oder nicht? Was ich mich jetzt gerade frage, gibt es da eine spezielle Reihenfolge? Wenn ja, sagt sie mir. Da ist auf jeden Fall nochmal ein Battle. Gibt's da eine Reihenfolge? Gibt's da eine Reihenfolge? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da gibt's eine Reihenfolge, wie man die aufbrechen muss.
Und ich müsste mich da nochmal erkundigen, weil das ist eins der wenigen Sachen, die ich nicht im Kopf habe. Ich kann mich erinnern, dass es da, glaube ich, ein Special Code, Reihenfolge, was auch immer gibt, um an das Item da oben zu kommen. Und wir wollen natürlich alle Items einsammeln, so gut wie es geht. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich kurz cutten und mich nochmal ganz kurz erkundigen. Wir sehen uns gleich, Augenblick. Nein, es gibt keine besondere Kombination. Ich habe mich da vollkommen geirrt. Und es gibt aber zwei Feindeskönntechniken, die man hier lernen kann. Und die werde ich jetzt lernen. Natürlich sind das Kämpfe, die hier erscheinen. Deswegen werde ich natürlich schneiden, bis wir in einem richtigen Kampf sind. Wir wollen ja Zeit sparen. Bis gleich. So, liebe Zuschauer of Doom, da sind wir wieder im richtigen Kampf. Das richtige Monster ist dieses, das sich umgedreht hat. Warum ist es umgedreht? Weil wir Manipulieren auf es gemacht haben. Todesstrafe ist genau der Skill, den wir lernen müssen. Und ich weiß nicht, ob der nur auf ein einzelnes Ziel geht oder auf mehrere, aber ich vermute nur auf ein einzelnes Ziel, verdammt. Das heißt, wir müssen alle drei unserer Charaktere mit Todesstrafe verseuchen, sozusagen. Da ich nicht weiß, wer die Feindeskönntechnik hat, aber ich vermute, das ist Cloud, genau. Cloud und Barret sind... Dann kriegt Barret jetzt auch noch die Todesstrafe. Also echt lustig, seine eigenen Charaktere mit Todesstrafe zu benetzen. Und zwar alle drei auch noch dazu. Irgendwie komme ich nicht auf Barret. Geh doch auf Barret, du. Bin ich auf Barret? Ich vermute es doch mal. Ja, ich bin auf Barret gewesen. Ja, und dann knüppeln wir die weg, weil das war's dann auch schon. Mit den Viechern hier. Und dann wirkt auch das Todesurteil nicht mehr. Das ist erst, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann stirbt der Charakter. Kann aber wiederbelebt werden, soweit ich mich erinnern kann. So, dann hätten wir... Oh, hier ist noch ein bisschen Vorspulen, weil ich ein bisschen vorgespult hatte. Ja, sorry. Ja. So, jetzt aber. Dann spielen wir mal normal weiter und dann kommt der Kampf, den wir rausschneiden. So. Und wir gehen da oben rein. Da kommt dann so eine kleine Sequenz mit Buggenhagen. Ich glaube nicht, dass wir die ganze Höhle in einen Part kriegen gerade irgendwie. Alle hier sind Geister des Stabeski. In einer bestimmten Schlacht umgebracht. Einer bestimmten Schlacht? Die rachsüchtigen Seelen der Gi sind nicht verschwunden und konnten nicht zum Lebensstrom zurückkehren. Wir müssen noch weit gehen. Müssen wir das, ja? Das ist gut. Ich will nämlich noch weit gehen. So, jetzt kommen wir in den nächsten Bereich, der schon etwas zwickmüdiger ist. Hier müssen wir langsam laufen auf dieser Grütze, weil sonst rutschen wir aus und rutschen volle Karacho in Stacheln. So, natürlich wieder rausgeschnitten. Ich bin ja kein Dorfhausi. Und dann gucken wir mal, wo uns dieser Weg hinführt. Auch wenn es ziemlich offensichtlich ist, dass dieser Weg uns zur Materia führen wird, die wir da oben gesehen haben, selbstverständlich. Zusatzeffekt. Zusatzeffekt ist zum Beispiel, wenn ihr diese Materie mit einer Materia kombiniert, die Frosch verursacht. Dann könnt ihr mit einem Normalangriff Frosch verursachen. Wenn ihr diese Materia in einer Ausrüstung habt, zusammen mit Frosch, dann habt ihr Schutz vor Frosch. Also es ist eine richtig gute Materia-Zusatzeffekt, wenn man weiß, wie man mit ihr umgeht. Wir werden uns alle Items hier unter den Nagel reißen, so ist das Leben. Und die schönen Kämpfe rauschen. Ja... Zusatzeffekt, sehr tolle Materie. Wir gucken, was es hier gibt. Schwarzes Megafon. Das Megafone sind übrigens die Waffen von Kate Sith. Jo, da war wieder ein Kampf zum Rausschneiden, ist ja logisch. Und dann gucken wir mal, was es hier unten für uns gibt. Ebenfalls eine weitere Schatztruhe. Wir erhalten einen Aether. Ich würde eigentlich schon gern die ganze Sache in den Part reinbringen. Übrigens den Endgegner, den es hier gibt. Den kann man mit einer simplen Phönixfeder oder dem Engelzauber, Erzengelzauber, Leben, Leben 2 heißt es, glaube ich, in diesem Teil einfach killen. Das werden wir aber nicht tun, wir machen es auf dem herkömmlichen Weg. Wie du siehst, führt diese Höhle zum Ende des Cosmo Canyon. Wir hatten Pech, dass die Gi mächtiger als wir waren. Wenn sie hier angegriffen hätten, hätten wir keine Chance gehabt. Gehen wir weiter.
So. Ich könnte das Operchen anders da sprechen, ich weiß, aber mir ist das nicht gerade so mit Stimmen. Oh, da sind ganz viele Gänge, da mache ich eine Sicherheitsspeicherung. Man muss alle Gänge einmal mindestens gegangen sein, würde ich behaupten. Okay. Jo, dann gehen wir mal den zweiten Gang. Wo führt uns der hin? Der führt uns direkt ins Spinnennetz. Jo, ganz viele Kämpfe, die ich rausschneide. Der führt uns nirgends hin. Und dieser Gang dürfte doch der richtige sein. Den Kampf haben wir wieder hinter uns gebracht. Oh, Leute, so viel geschnitten, geschnippelt. Wir müssen in das andere Tor. Zuerst. Müssen zuerst hier hin, denn hier kommt ein Kampf, den ich nicht schneiden werde. Warum? Warum ist das? Weil es ein, ich sag mal, sowas eine Art Miniboss sein soll. Gegen die Spider of Doom. Gegen Spiderschwein. Und der wird so schnell weggeknüppelt sein, dass ihr gar nicht gucken könnt. Oh, bist du niedlich mit deinen 57 Schaden. Stichbombe. Oh, okay. Bist du niedlich mit deinen 3000 Schaden? Ja. 3000 Schaden ist schon beträchtlich. Eine beträchtliche Summe. Sind wir ein Level aufgestiegen, ohne dass ich es gemerkt habe? Wo sind wir denn ein Level aufgestiegen? Ja, Barrett ist auf 61 gestiegen. Alles klar. Ich werde jetzt erstmal hier nach unten laufen. Und auch wenn es scheiße ist, dass ich jetzt alles reinpacke, aber ich will alles reinpacken, Leute. Ist halt nun mal so. Irgendwie kommt man noch nach unten. Im Moment ist das anscheinend nicht möglich. Yo, Siegesfanfare. War nur so ein komischer Geistertyp. Jetzt ist die Frage, wie wir laufen müssen. Ich weiß es zwar indirekt schon. Müssen wir da nicht. Können wir da nicht irgendwie rüber? Komm schon. Ich will die Schätze hier nicht liegen lassen. So, Kampf ist rausgeschnitten. Ich will die Items nicht liegen lassen. Es gibt eine Möglichkeit. Wir müssen aber sowieso erstmal gegen die Spinne kämpfen. Ich bin am Überlegen, ob man auf dem Rückweg noch auf die in die Kisten reingucken kann. Aber ich bin mir auch am Überlegen, ob da vielleicht gar nicht so was Besonderes ist. Ich glaube. Ja, ich glaube, dass man da Demi findet. Demi ist schon was Besonderes. Und oh Gott, wir haben vergessen, uns zu heilen. Bitte stirb. 3000 Damage. Das tut natürlich dann schon ein bisschen weh. Ich glaube aber, dass der ja Angriff immer in den gelben Bereich einschickt. Ich glaube, das ist ja sogar der Effekt von diesem Angriff. Ich mache eine Sicherheitsspeicherung. Ich werde mir die Items unter den Nagel reißen. Oder wartet doch mal. Da gibt es doch bestimmt eine Möglichkeit. Ah, da hinten ist noch ein Netz. Also das Item da hinten, das holen wir uns jetzt noch auf jeden Fall. Ich hätte aber gern alle Items. So. Das war nicht die richtige. Ich habe jetzt ein bisschen vor. Ich spule jetzt noch ein bisschen vor, damit wir noch ein bisschen was reinkriegen. Ist eigentlich gar nicht so tragisch, finde ich jetzt. Jetzt kämpfen wir gegen die Spinne auf Doom schon wieder. Und das Beste, was wir machen können, ist hier einfach draufknüppeln und hoffen, dass sie schnell untergeht. Da kommt schon wieder ihre Stichbombe und sie befördert uns. Ah, wir werden uns das aufheben. In den gelben Bereich. Ich sag's doch. Oder na, fast in den gelben Bereich. Ja, komm, Knüppel. Weg mit dir. So. Das Limit Break werden wir brauchen. Ihr wisst, wovon ich rede. Ich werde das Limit Break garantiert gebrauchen. Sagen wir es mal so. Ich weiß, ein bisschen vorspulen ist ein bisschen doof, aber so sparen wir uns Zeit. Ich möchte noch den Endgegner in die Folge reinpacken. Irgendwie stört es mich, dass ich nicht an das Item da oben komme. Ja, und ich werde den Kampf jetzt nicht rausschneiden, weil mir jetzt nicht danach ist, den Kampf rauszuschneiden. Cloud macht den mal kaputto. So, weg mit dem. Mir wäre es natürlich recht, wenn Red 13 auch noch in Limit Break kommen würde, weil das wäre natürlich storytechnisch richtig lustig. Ja, wir werden danach gucken, ob wir an die Items kommen. Yo, Siegesfanfare auf Doom! Bam, bam, bam!
Oh, wir haben irgendwas gemeistert und sind wir Level aufgestiegen? Ich weiß es nicht. Ja, Red 13 ist auf 51 gestiegen. Wir machen eine Sicherheitsspeicherung und begeben uns zum Endgegner. Und wir stoppen das Vorspulen. Dieser Krieger ist ganz alleine durch die Höhle gegangen. Hat Angreifer einem nach dem anderen bekämpft. Opa, dieser Krieger. Wir sind fast da. So, dann geht's jetzt nochmal hart auf hart weiter. Sind an der Höhle angekommen. Was ist das? Opa, ist er... Nach dem Tod, die Geister der Gie, die wie stickige Luft. Das ist nicht möglich. Und ein Boss-Battle. Gegen den Endgegner-Typi von den Gie. Cooler Boss-Battle, den man mit einer Phönixfeder beenden könnte. Doch wir beenden die ganze Sache ein bisschen anders, da. Ups. Jetzt habe ich mit Red 13, glaube ich, schon einen Befehl gecastet. Ja, das ist schlecht. Wir werden mit Cloud Arkwallung machen. Und zwar erstmal hier Ungamax. Eine Flamme ist schon mal kaputt, Automatico, aber nicht nur die Flamme, sondern auch der Endgegner. Ein Ungamax und der Endgegner beißt ins Gras, Leute. Also ich brauchte gar keine Phönixfeder, weil ein Limit Break hat gereicht, um den Endgegner platt zu machen, unglaublicherweise. Niemand steigt auf, wir kriegen Omnistab und Phönixfeder. Oh, lustig, eine Phönixfeder. Danke, Cloud, wegen dir haben wir überlebt. Nanaki, du bist auch stark geworden. Oh ja? Jetzt weiß ich, dass es kein Fehler war, dich hierher zu bringen. Komm, ich will dir was zeigen. Dort drüben. Gibt's noch etwas zu gucken für Nanaki? Wir sammeln uns Schwerkraft ein. Und Leute, ich bin so ein fieser Arsch. Denn was wir jetzt sehen, die dramatische Szene, die wir jetzt sehen werden, die seht ihr auch erst im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.